CSGOReaper.com. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich bin Zack, Rolly ist hier am Start. Und yo, Mates, Halloween, hohoho, ist heute vor der Tür. Und deswegen gibt es auf jeden Fall auch ein CSGO-Loadout mit Halloween-Thema, sage ich jetzt mal. Nachher haben wir auch ein paar Sticker, die richtig krass sind. Die wusste ich nicht mal, dass es die gibt. Da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Mit dabei haben wir den Onze. Hallo. Der hat mir nämlich gerade tatkräftig eine halbe Stunde mehr. Wir sitzen, glaube ich, schon seit einer Stunde dran, wirklich coole Skins hier rauszusuchen. Bei manchen auch mit extra schlechten Float, bei manchen mit extra guten und so weiter. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wir haben hier die Pussy Confirmed, beziehungsweise die Kill Confirmed. Haben wir hier am Pistolen-Slot auf der CT-Seite. Passt einfach wie die Faust aufs Auge. Braucht man, glaube ich, nicht groß den Gedanken dahinter wiedergeben. Also das ist halt einfach ein Kopfschuss hier mit dem Totenkopf. Passt einfach zu Halloween. Perfekt. Hier die Panther Dual Berettas. Das hat uns einfach so ein bisschen die Farben gefallen uns ultra gut für das Halloween-Ding. So, da ist leider nichts drauf. Gab aber leider auch keine anderen, die da irgendwie besser dazu gepasst hätten. Und so schwarz-rot, finde ich, sind für mich schon Halloween-Farben. Ja? Wie schaut es bei dir da aus? Ja, es ist die Nacht natürlich und dann auch mal das Blut. Oh ja, das ist dramatisch ausgedrückt, so ist das Ganze poetisch und macht Sinn. Jetzt haben wir hier die P250 Kartell, da gibt es jetzt auch die neue mit dem Krokodil, aber wir waren der Meinung, dass einfach Kartell mit dem Totenkopf einiges besser zu Halloween passt wie ein Krokodil. Krokodile sind natürlich auch gruselig, aber die haben wir hier in Deutschland nicht, deswegen denke ich mal, die Kartell ist da auf jeden Fall die richtige Wahl gewesen. 5-7 haben wir hier, wie soll es anders sein, die relativ neue Hyper Beast. Hier sogar ein Field Tested, hat trotzdem, sieht super schick aus, gefällt mir auch richtig gut. Passt natürlich auch, Monster, Halloween, ist ja das ein und dasselbe eigentlich. Und zu der Desert Eagle haben wir hier die Crimson Web. Finde ich, passt auch relativ gut, weil halt einfach Spinnenweben gehört auch zu der Halloween-Dekoration, oder? Wenn ihr irgendwo was dekoriert seht, was mit Halloween zu tun hat, gibt es entweder solche Watte, die aussieht wie Spinnenweben oder halt echte Spinnenweben. Wir machen immer echte, wir putzen ein Jahr lang einfach nicht und dann sind die da zu Halloween und stehen wie eine Eins. Ja. Machst du die denn zu Halloween weg oder lässt du die einfach? Nach Halloween. Das für Weihnachten ist es dann aufgeräumt und dann ab Januar müssen wir wieder züchten. Okay. So schaut es aus. Schwer haben wir hier tatsächlich nur ein paar Sachen. Einmal die Nova, Hyper Beast passt natürlich genauso gut wie die Faisal Hyper Beast. Ansonsten spiele ich, also wenn ich eine Shotgun-Spiel ist es tatsächlich die Nova Hyper Beast oder die Kraken. Die Kraken haben wir ja auch geholt, die passt, finde ich, auch super zu Halloween, einfach auch wegen den Farben, so blau und orange, orange und Kürbisse, also finde ich schon super lecker. Dann haben wir hier die MAC-10, da kann der Chris jetzt mal gerne was dazu sagen. Ja, das ist halt auch ein Totenkopf, der sieht auch nicht mehr ganz heil aus. Weiß nicht, was das da im Hintergrund ist, ob es da ein bisschen Blut ist. Weil der hatte auch so ein Alibi-Verband am Kopf. Ja, das heißt Alibi-Verband. Guck mal, da oben drüber, das ist dein ganzer Kopf weg, da sieht man das Gehirn. Ja, richtig, deswegen sage ich ja Alibi-Verband. Also viel bringt tut er nicht. Also ist halt nur zum gut aussehen. Also. Ja, zum gut aussehen. Der hängt halt auch noch so hier an der Nase und dann nochmal hier runter aus dem Mund. Also derjenige, der den angelegt hat, der versteht sein Handwerk auf jeden Fall nicht so gut. Ist bestimmt so lebendig. Ja, glaube ich auch, ja. Hier haben wir mal was etwas Süßeres, ja. Passt aber natürlich auch super zu Halloween, die kleinen Kinder, die immer rumlaufen und Süßigkeiten sammeln. Schreibt immer in die Kommentare, geht ihr dieses Jahr Süßigkeiten sammeln? Also ich habe das relativ lange gemacht. Ja. fand ich schon immer echt cool. Hat schon immer Spaß gemacht. Klar, eine Zeit lang dann auch mit meinem kleinen Bruder und so. Aber finde ich schon nice, ja, wenn man da klingelt und so, Süßes oder Saures. Finde ich schon cool. Schreibt immer in die Kommentare, ob ihr das noch macht und wie alt ihr seid, ja. Vielleicht gibt es ja hier auch einen 34-Jährigen, der noch rumläuft und Klingelstreiche macht. Wer weiß, wer weiß. Aber dann bestimmt nicht von sich aus, sondern mit den Kindern. Ja, die kann man immer gut als Alibi benutzen. So, dann haben wir hier, braucht man glaube ich nicht viel dazu sagen, es sind einfach Knochen. Passt natürlich auch einwandfrei zu Halloween. Oder? Gibt es da was hinzuzufügen? Ja, nee, ich finde jetzt genau so richtig nice. Ja, das stimmt. Ich finde hier alle Skins eigentlich relativ nice, ja. Ist mal was anderes, genauso wie die P90 Shallow Craves. Ich werde das Inventar, so wie es jetzt ist, auch die nächsten Wochen erstmal zocken. Finde ich echt cool. Ich denke, die werde ich vielleicht sogar so lange zocken, bis Weihnachten kommt. Und dann, oder bis Nikolaus kommt. Dann kommt das erste Themeninventar und zu Weihnachten oder Neujahr kommt nochmal ein neues und so. Das macht auf jeden Fall echt immer Bock, solche Sachen zusammenzustellen.
Passt hier natürlich auch super mit dem Hinterkopf hinten dran. Mit dem Totenkopf hinten dran. Mit dem Hinterkopf, ja mein. Hier haben wir die Rust Code. Bei der PP Bison gibt es leider nichts anderes. Da gibt es noch so eine, die hat hier unten so einen Tank mit irgendwie Säure so. Mit Säure oder sowas. Das könnte ein bisschen an Zombies erinnern, aber ich finde die Rust Code, hab mich jetzt persönlich, wie ich die vorher gesehen habe, so an die Horror-Stories erinnert, wo einer mit der Axt im Wald auf so eine Hütte einschlägt und so, alles ist rostig und alles ist, boah. Ja, das war auf jeden Fall mein Hintergedanke dabei. Hier gehen wir mal auf die zweite Seite und da haben wir die Waffe, die der Christo gut mag. Das sind irgendwie so die nicht so gut aussehenden Geschwister von der anderen Waffe sozusagen, wenn ihr euch die mal von der MP7? Ja, von der MP7 hier, können wir uns auch nochmal kurz angucken. Das sind hier irgendwie so die gut aussehenden und die hat es ein bisschen härter getroffen. So. Das sind die Benachteiligten. Ja, die sind so ein wenig auf den Boden getroppt bei der Geburt, aber ja gut. Ja. Ich glaube, hast du bei den Pistolen auch die 5.7 und so gezeigt? Oh, habe ich das vergessen? Oder? Nee, die Tech-9 hast du vergessen. Oh, die Tech-9 habe ich vergessen. Ja. Und die Glock, sehr gut aufgepasst, Alter, sehr gut aufgepasst. Die kommt natürlich nochmal. Westland Rebel, das gleiche wie der PP Bison, ist einfach so waldmäßig gruselig und dann Kill Them All, so Jack the Ripper und so. Die ganzen Horror-Stories, die man sich da früher erzählt hat, finde ich passt auch sehr gut. Vor allem, weil es dann halt auch so komisch geschrieben ist. Das könnte hier eigentlich auch Blut sein, das haben sie, denke ich, in einem Skin nicht gemacht, weil das halt einfach ein wenig krass gewesen wäre. Und hier haben wir die Tech-9 Hardis, da kann der Christo was zu sagen, weil der hat uns nämlich auch damals darauf aufmerksam gemacht, dass es die Waffe überhaupt gibt. Ja, genau. Also, die gibt es halt sozusagen in zwei Varianten. Die sieht man hier sogar. In Factory New hat man dann halt so eine Helme, sage ich mal. Und umso abgeranzter die Waffe ist, dann kommen natürlich Totenköpfe raus unter den Helm. Ja, fand ich auch sehr passend. Ja, ist auch sehr geil. Also, ich bin mir sicher, der ein oder andere wusste das nicht, dass es so Skins gibt, die, wenn sie Battlescars sind, eine komplett andere Bedeutung haben, wie wenn sie Factory New sind. Da gibt es echt so ein paar versteckte Skins. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ich da mal ein Video zu machen soll, weil es gibt nämlich ein paar verschiedene. Und ja, wir machen hier weiter mit den Gewehren. Die Cerberus ist hier natürlich am Start. Da gibt es natürlich auch die eine gelbe mit dem Totenkopf drauf, aber ich finde, Werwölfe sind schon einiges mehr Halloween, wie alles immer nur Totenköpfe hier und da. Ja, und dann noch drei Köpfe, also ja. Puh. Das finde ich schon sehr, sehr passend. Auch die Farbe, so Giftgrün und so. Genauso wie hier bei der AK Neon Revolution. Anarchie steht drauf. Auch alles so zerlaufen und so. Erinnert mich schon ein bisschen hart am Blut, muss ich sagen, ja. AK gibt es jetzt aber auch keine andere, die da besser dazu gepasst hätte. Aber Chris und ich haben die Bocher beide gesehen, haben gesagt, oh, die passt auf jeden Fall gut rein. So, weiter machen wir hier mit der SSG Blood in the Water. Haben wir genommen, offensichtlich eigentlich nur wegen dem Blut. Der Haifisch wird jetzt... Was? Also ich habe Angst vorm Hai. Ja, ich auch, aber wir sind ja am Land, weißt du? Ja. Deswegen sind Haie so, ja, man muss ja nicht ins Wasser gehen, da braucht man auch keine Angst vor den Schlingelnamen. Aber ja, klar, wenn man jetzt an Halloween auf einem Boot irgendwo im Meer rumschippert, dann hätte ich auch Angst vor dem Hai, ja. Das war, glaube ich, auch das Schlimmste, was da passieren kann. SSG haben wir gar keine genommen, beziehungsweise die SG. Die ist einfach noch so drin vom der vorigen Inventar. IP haben wir die Firedream genommen, sieht auch so crazy aus und das sind auch eher so... Ja, immer so gruselige Anspielungen drauf. Hier werden so die Tage gezählt, bis man meistens aus dem Gefängnis rauskommt. Dann ist hier so ein komplett creepy Smiley, dann steht hier noch Tod und alles. Oder Wolfes at the door. Ja, also das finde ich schon echt sehr, sehr gruselig. Sehr, sehr verrückt hier auf jeden Fall der Skin, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir die Farmers Chin. Die überlassen wir mal wieder dem guten Chris. Ja. Ja, das war nicht mal meine Auswahl, aber okay. Ich hatte da eine andere im Kopf. Ja, sag, aber welche hattest du noch im Kopf? Weiß gar nicht. Die Sticks, gell? Ja, ich hatte die Sticks, weil da auch viele Totenköpfe drauf sind. Aber meine Stimme zählt nicht. Ja, die Djinn wurde hier genommen, weil hier irgendwie erkennt man hier über Anydesk ein bisschen schwer, weil hier soll dann sollte irgendwie so ein Teufel oder so sein. Ja, da ist auch ein Teufel in der Tat. Ja. Und ich glaube, den sieht man auch nur bei der schlechten Float der Waffe. Ja. Ich glaube, bei einer guten Float sieht man den nicht so gut, oder? Ja, nicht so gut, ja. Aber man sieht ihn auch, aber nicht so gut. Da fällt er nicht so auf. Und hier ist natürlich dann alles so schön schwarz und so. Absolut geil. Hier haben wir eine neue Waffe, die hatten wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Passt natürlich auch perfekt. Da ist ein Teufel draus, ein kleiner Cartoon-Teufel, ja. Aber Halloween muss ja nicht immer komplett gruselig sein. Der zündet hier die Leute an, also. Ja, okay. Ist schon gruselig.
Ist schon echt groß, Digga. Finde ich auch so oder so eine geile M4, eine ultra geile M4 sogar. Dann haben wir hier noch die Scar 20 Crimson Web. Gleich wie natürlich bei den anderen Crimson Web. Wieder wegen den Spinnenweben, logischerweise. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, hier. Warte mal, die andere Autosniper? Die haben wir doch vorher gezeigt, oder? Nee, haben wir die nicht gezeigt? Ich glaube nicht. Du hast, glaube ich, hier angefangen bei der Galle. Ah, okay, die haben wir noch nicht gezeigt. Ja, finde ich passt auch super. Ist hier auch wieder so totenkopfmäßig drauf. Das ist irgendwie eher so super auf alt, so wie die Hüllenmenschen damals. Ja, hier so Knochen und alles. Ja, so Knochen und so. Aber ja, wenn so einer mit dem Ding rumläuft, dann. Halt hinten drauf steht auch Nacki, Kracki. Okay, das wird wahrscheinlich eher eine Höhlenmenschenwaffe sein, aber. Ah, passt schon dazu. Also gefällt mir in der Kombination auf jeden Fall echt gut. Dann kommen wir hier zum Messer. Da haben wir uns einmal Gedanken drüber gemacht. Was für ein Messer? Natürlich das Crimson Web. Sieht einfach am Halloween-mäßigsten aus. Und das Huntsman, finde ich. Das ist so ein richtiges Schlachtermesser irgendwie. Mit Blut verschmiert. Entweder das oder was hatten wir noch? Das M9, gell? Ja, M9. Das ist auch sehr, sehr männlich. Ja, das ist auch sehr Halloween-mäßig unterwegs. Und Handschuhe haben wir hier die Bloodhound. Da gibt es sogar noch so schwarze, die wollte ich jetzt nicht extra kaufen, aber da gibt es so schwarze, die passen noch einen Ticken besser, aber hier natürlich auch mit dem toten Tier drauf und so, finde ich, passt schon am besten zum Halloween, was die Handschuhe angeht. So, was haben wir denn jetzt noch? Stimmt, jetzt haben wir noch die krassen Sticker, wo ich teilweise selber nicht mal gekannt habe. Die gucken wir uns jetzt auch mal an. Das ist so ein Gerät, das sieht man öfters mal aufgeklebt. Der ist relativ verbreitet gewesen früher. Shave Master auch. Das war auch irgendwann mal so ein Trend, dass man den auf jede Waffe geklebt hat. Aber hier zum Beispiel geht's los. Das ist ein Sticker, den habe ich noch nie irgendwo aufgeklebt gesehen. Habt ihr den schon mal aufgeklebt gesehen? Hast du den schon mal aufgeklebt gesehen? Nee, also nicht, dass ich mich daran erinnern würde. Ja, also habe ich noch nie gesehen, den Sticker. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie viele Sticker ihr nicht gekannt habt. Also, den habe ich noch nicht gekannt, den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Den habe ich damals auf meiner AK raufgemacht. Ja, ja, den habe ich, glaube ich, damals schon gesehen, aber ich glaube, der eine oder andere wird den auch nicht kennen, weil der auch nicht mehr so gängig ist. Das sind halt so die ganz alten Schinken. Ah, die sind von 2014. Die sind sehr, sehr alt. Und den Sticker habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, den wusste ich auch nicht. Haben wir vorher erst gefunden. Wusste ich nicht, dass es den gibt. Dann haben wir hier Queen of Pain, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also der war, glaube ich, auch relativ gängig. Den hier habe ich noch nicht gesehen. Ist für mich auch komplett neu. Aber vorher auch. Das auch von 2014 habe ich also damals halt mitbekommen, aber selber nicht in-game gesehen. Ja, habe ich aber echt noch nicht. Das ist auch, glaube ich, aus der gleichen Collection, gell? 2014. Ja, auch so ein Undercover-Ding. Das Hirn habe ich da. Es sieht eklig realistisch aus, so, gell? Ach. Das ist schon ein bisschen widerlich, ey. Hier nochmal was Süßes hinter das Hirn. So ein kleiner blatter Skelett, der da irgendwo gegen die Scheibe gehüpft ist. Hier, diesen scheiß Aufkleber gab es nicht mehr auf Steam. Den musste ich auch von Pilskins kaufen. Der war komplett ausverkauft, so alt scheint der schon zu sein. Aber auch einer der ersten Sticker. Zombie Lover, Zombie sollte natürlich auch mit dazu. Hier haben wir noch den Manticore. Den finde ich eigentlich auch Halloween-mäßig, so eine Teufelsgeburt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Zombie. Der ist aber ein chinesischer Zombie, Alter. Ja. Ja, gut, aber die haben natürlich auch Zombies, Freunde. Ja, das war soweit das Halloween-Inventory und die Halloween-Sticker. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob ich sowas öfters machen soll. Also uns macht es auf jeden Fall mega Bock, das erstens aufzunehmen, zweitens zusammenzustellen und drittens das zu spielen. Ich finde das super geil, wenn man ein Inventar hat, was einfach zusammenpasst. Eine Waffe rauspackt und die andere Waffe rauspackt. Und es hat einfach so ein Thema. Absolut leckere Nummer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut beim Chris vorbei. Dann nehmen wir jetzt gleich noch ein Upgrade-Video auf. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ist natürlich unten drunter verlinkt. Ich sag euch Spoiler-Bad und Schluss, geht alle Chris. Ja, haut rein, Boys.